Ich meine, ich glaube, jeder, der da was dazu machen wollte, hat was gemacht zu dem Projekt, zu dem Bundesländerprojekt, Fallout-Projekt. Hi Katka, hallo. Ich wollte gerade sagen, niemand liebt Autoscroll-Level. Ja, eben, genau. So wie Unterwasser-Level. Und so NPC-Beschütz-Level. Ich meine, die sorgen für Abwechslung und manchmal ist das gar nicht so schlecht, aber im Großen und Ganzen hasst die, glaube ich, immer jeder, oder? Mist. Das war so ein guter Run bis jetzt, verdammt. Und dann fliege ich in die Blubberblase. Das ist auch so Protector. Es ist einfach so geil. Das ganze Spiel ist einfach so ein geiles 90er-Jahre-Action-Spiel. Nur eben, dass es nicht aus den 90ern ist und deswegen ein bisschen besser als die Spiele früher waren. Ehrlich gesagt, meistens. Nicht so unfair und stylischer. Ah, come on. Oh, Schwerelosigkeit. Nice. Hä, aber ich merke gerade, ich hätte einen höheren Schwierigkeitsgrad einstellen sollen. Die Bosskämpfe sind leider zu kurz. Wenn die länger sind, entfalten die erst ihre wahre Schönheit. Aber jetzt zum Vorführen ist das vielleicht genau das Richtige für den Stream jetzt hier. Ich schaue übrigens gleich in den Chat. Ich sehe schon, dass da eine Nachricht hervorgehoben ist. Nach dem Boss. Schauen wir uns das an. Ist wieder Chat-Leszeit. Oder nach dem Level, besser gesagt. Ah, oh, come on. Damn it. Ah, schön.
So, schauen wir mal, wo waren wir stehen geblieben? Ah, stopp! Ja, wer weiß, Ferrahawk, ob da nochmal was zustande kommt mit Sony und irgendwelchen gekauften Rechten und Kojima. Ich weiß nicht. Kojima hat sich in... Also, keine Ahnung. Aber Kojima hat sich in letzter Zeit eher so angehört, als hätte er keinen Bock mehr auf große Publisher und vielleicht auch keinen Bock mehr erstmal auf Videospiele. Sondern vielleicht will er sich eher ins Film, in die Richtung Filme orientieren. Man weiß es nicht. Na gut. Katka, geht ein Fahrkartenautomat zum Arzt? Herr Doktor, ich krieg die ganze Zeit Geldscheine eingesteckt, aber spuck nur Münzen aus. Was ist nur mit mir los, Doktor? Sie sind in den Wechseljahren. Und immer diese Spiele mit grauenhafter KI, wo man irgendwelchen NPCs folgen soll. Und man kann es nie überspringen. Ich hasse solche Passagen auch immer. Meine Güte. Das machen alle ganz große AAA-Spiele. Bilden sich da Mods was ein auf ihr tolles Storytelling. Ich bin einfach nur genervt, wenn ich plötzlich irgendeinem langsam dahinkriechenden NPC folgen muss, der mich mit irgendeinem Blödsinn voll labert. Lass mich einfach spielen. Meine Güte. Ein Chatleseassistent, das wäre wirklich gut. Das wäre wirklich gut. Das ist immer super, wenn die Merlin ab und zu mit dabei ist und in den Chat gucken kann, während ich spiele. Das ist super cool. Ein Programm, das mir den Chat vorliest, das wäre nice. Kann man das machen? Geht bestimmt theoretisch. Das wäre echt super. Dammit. Man merkt schon, jetzt habe ich wieder eine volle Energieleiste. Jetzt passe ich nicht mehr so auf. Jetzt bin ich so, ja, passt schon. Kommen wir schon durch. Gleich ist sie wieder leer. Ah, puh. Das ist nett. Ach, dammit. Nee, die hat grundsätzlich einfach nicht viel Zeit. The Showdown. Yeah.
Das war knapp. What the? Ich weiß überhaupt nicht, wie man da ausweichen soll. Au, dammit. Valentine will einfach nicht sterben. Solche Spiele leben natürlich auch von ihrem echt coolen Soundtrack. Also vor allem das einfach. Hat einen super coolen, actionreichen Soundtrack. Alles klar. Ich muss quasi die Fans anfeuern, damit die Müll werfen, damit ich ihm oder ihr dann wehtun kann. Sehr schön. Yeah. Sehr schön. Hi, Fichtenholz, hallo. Leider nicht, nee. Tja. Okay, ich schätze, wir haben die Welt gerettet. Es sei denn... Ah ja, ich kann mich schon wieder an die Story erinnern. Er will nämlich der größte Held im Universum sein, aber ich bin blöderweise der größte Held im Universum und das findet er nicht so gut. Und jetzt will er mich zum ultimativen Heldenbattle herausfordern, damit er beweisen kann, dass er der größere Held ist. Darum geht's. Aber gleichzeitig haben wir beide gerade irgendeine Invasion abgewehrt. Weil, why not? Ich hab schon erklärt, worum es geht. Los geht's. Genau. Wenn wir jetzt gewinnen, dann muss er mit uns Videospiele spielen und aufhören, so ein Trottel zu sein. Das finde ich ein guter Deal.
Autsch. Arsch. Ach, komm schon. What happened? Oh, dammit. Das habe ich nicht gesehen. Ah, damn it. Ah, beinahe mit einer Energieleiste geschafft, aber nicht ganz. Na dann nochmal. Oh, dammit, der macht hier einen auf Ganondorf. Ich dachte, einmal reicht. Oh yeah. Ich hab den Jingle abgebrochen. Ich wollte's gar nicht. Cool. Geschafft. Genau, das ist Bleed 2. Auf super leicht schnell mal durchgespielt. Aber super empfehlenswert, wenn man so actionreiche Retro-Action-Spiele mag. Actionreiche Action-Spiele ist gut für ein Action-Spiel, wenn es actionreich ist. Auf höheren Schwierigkeitsgraden entfaltet jetzt erst richtig seinen absoluten Irrsinn. Da werden die Bosskämpfe auch viel intensiver. Und es gibt dann auch einen zufällig generierten Endlos-Modus, der auch ganz cool ist. Und man schaltet noch mehr Charaktere frei, alle mit ihren eigenen Fähigkeiten. Total empfehlenswert und ganz oft irgendwo reduziert, ganz billig. Super cooles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Wollte ich mal gezeigt haben, habe ich hiermit getan.
Ah, und man kann es zu zweit spielen. Die ist von... die Hauptfigur von They Bleed Pixels, ein Crossover. So.